Ja, herzlich willkommen auch in diesem Rahmen zu unserer Sommerseniorenkonferenz und schön, dass wir in diesem Rahmen zusammen sein können und wir freuen uns auf die gemeinsamen Tage. Das Thema lautet ja Gottes Zuversicht, deine Treue ist groß und wir wollen am ersten Abend in dieser ersten Einheit auch noch ein paar generelle Informationen geben. Insbesondere möchte ich auch noch Adelheid Schröder und Fritz Klink begrüßen, die diese Konferenz leiten und die gleich uns auch noch mit ein paar Worten grüßen werden. Ihr macht das ja jetzt schon viele Jahre gemeinsam, gehören beide zur Hausgemeinde, schon länger bald als ich da bin und als ich lebe, hätte ich beinahe gesagt, das weiß ich nicht, aber so jung bin ich auch nicht mehr, ja, okay. Also euch beiden ein besonderes herzliches Willkommen, auch wenn ihr es nicht weit habt hierher. Aber es ist schön, dass ihr diese Aufgabe übernommen habt und seit vielen Jahren treu macht und wir danken euch ganz herzlich dafür. Ja, dann wollen wir zur Ehre Gottes, bevor wir noch zwei, drei weitere Informationen haben, gemeinsam singen. Philipp Friedrich Hiller. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir singen jetzt die ersten zwei Strophen dieses Liedes. Das wird Ihnen an die Wand projiziert. Sie können es auch im Liederbuch mitsingen, wenn das lieber ist. 363 unter der Nummer und da die Strophen 1 und 2. 363, 1 und 2. Ja, abends ist es ja dann so, dass wir auch die mit uns Verbundenen im Livestream herzlich begrüßen. Das will ich hiermit auch tun. Also Sie sind jetzt auch im Bild, im wahrsten Sinn des Wortes, also jedenfalls ein kleiner Teil von Ihnen. Aber machen Sie sich keine Gedanken, man sieht Sie nur von hinten. Ja? Also nicht, weil Sie da Sorgen haben, aber Sie sollten das wissen, dass wir abends nicht nur die Personen an der Versammlung teilnehmen, die wir unmittelbar im Raum sind, sondern gibt es auch noch etliche, die dann online dabei sind. Und das ist ja auch eine schöne Sache, gell, dass die Botschaft des Herrn so auf diese Weise auch hinausgehen kann. Und ich glaube, der ein oder andere von Ihnen ist auch regelmäßig, jedenfalls immer wieder mal bei uns online dabei. Gibt es da jemand? Von Ihnen weiß ich es ja schon. Ja, das sind doch eine ganze Reihe, die immer wieder mal schauen. Bevor ich bete, möchte ich dann auch noch die Frage stellen, gibt es denn jemand, der zum allerersten Mal jetzt leiblich auf der Langensteinbau ist, also nicht im Geiste? Oh, ganz besonders herzlich willkommen. Da hinten hat sich ein richtiges Nest gebildet. Die haben sich gefunden, das ist eine schöne Sache. Und Sie sind jetzt extra aus Istanbul angeflogen, um uns mal live zu erleben. Sie hat mir gesagt, Sie kommen aus der Schweiz, ja, dass sie heute Morgen noch in Istanbul am Flughafen war und mit dem Recep natürlich noch gesprochen hat, Erdogan. Ne? Nein, also da haben sie natürlich sicherlich einen Tag hinter sich und da wird es wahrscheinlich noch wärmer sein, als es jetzt bei uns ist, oder?
Nicht mal? Ein bisschen. Ein bisschen, okay. Ja, also die Botin aus Konstantinopel, jetzt Istanbul. Ne? Herzlich willkommen. Via Schweiz, ne? Gut, wunderbar. Also wie gesagt, die, die zum ersten Mal da sind, ein herzliches Willkommen. Und wenn irgendwas sein sollte, was Ihnen nicht ganz klar ist, oder warum ist das so, oder können wir das nicht, und ich brauche was oder so, dann warten Sie bitte nicht bis am Ende der Freizeit und sagen dann, mich hat die ganzen Tage gestört, sondern sagen Sie das im Vorhinein, dann kann man es vielleicht noch ändern und kann da Abhilfe schaffen. Wir können viel machen, aber nicht alles ist möglich, ja. Im Unterschied zu Toyota, die sagen, nichts ist unmöglich. Ja. Doch, es gibt Dinge, die sind unmöglich. Gut, jetzt wollen wir beten. Herr Jesus, wir danken dir für die Tage der Gemeinschaft, für dein Reden, dein Wirken. Du kennst jeden Einzelnen, der gekommen ist, kennst sein Herz, kennst seine Hintergründe, weißt, was wir brauchen. Wirst dein Wort zuspitzen. Danke auch für die anderen beiden Gruppen. Danke, dass du wirken und handeln willst, reden willst, dass wir gestärkt werden am inneren Menschen. Und nun nimm auch diesen ersten Abend in deine Hand. Segne uns, begegne uns, wie es dir gefällt, durch dein Wort. Amen. Ja, bevor die beiden sich vorstellen und ein paar Worte sagen werden, Adelheid Schröder und Fritz Klink, weise ich noch mal kurz darauf hin, wir haben ja morgen dann Konrad Straub, der gehört zum Haus, aber gehört schon auch irgendwie nicht mehr zum Haus, weil er natürlich altersbedingt, ich verrate ein Geheimnis, er ist schon über 80, auch jetzt natürlich längere Phasen hat, in denen er gar nicht mehr anwesend ist, aber freuen wir uns, er hat am Sonntag schon die Predigt gehalten, er wird morgen sprechen, dann kommt Ewald Keck aus dem Schwarzwald, Winrich Schäffbuch, mit ihm kommt eigentlich immer ein ganzer Stall voll Leder, mit ihm und seiner Frau, sie sind ja nun wirklich auch zu Hause im geistlichen Liedgut und so hat er auch das Generalthema Lieder, die nicht veralten, die Vielfalt des Pietismus, die Singbewegung Herrnhuts und so weiter und dann freuen wir uns auf Hans-Otto Graser, ein Pfarrer im Ruhestand, der Montag da sein wird und den ehemaligen Studienleiter. Er ist sogar ehemaliger Rektor des Bengelhauses in Tübingen, Dr. Rolf Sohns, inzwischen Pfarrer in Heilbronn-Flein. Ich predige da auch mal in diesem Ort und er ist dort Pfarrer, ja. Schön. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr beide euch auf welche Reihenfolge geeinigt haben, aber wie auch immer. Bitte? Ihr kommt gemeinsam. Also ihr dürft machen, was ihr wollt, solange es nicht länger wie 5 Minuten ist. Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich über viele bekannte Gesichter, freue mich auf die Gemeinschaft. Ich bin Adelheid Schröder, seit 1974 komme ich hier ins Haus. Und ich habe früher gemeinsam mit meinem Glaubensbruder Fritz Klink hier die Kinderarbeit gemacht, war in der Kinderarbeit und inzwischen dürfen wir für Sie da sein und das Forum für Senioren in der Gemeinde auch verantworten. Ich bin verheiratet seit 55 Jahren mit Hans Joachim, meinem Mann, und er hütet jetzt Haus und Hof und sorgt dafür, dass nichts verwelkt. Das ist jetzt ganz wichtig, gerade bei der Hitze. Wir haben 4 Kinder, 6 Schwiegerkinder, und 8 Enkel inzwischen und teilen mit ihnen all diese merkwürdigen Entwicklungen, die es in unserer Gesellschaft gibt und haben sehr viel für sie zu beten, dass sie auf dem guten Weg bleiben. Das Thema jetzt ist für mich ein ganz zentrales Thema, weil ich auch über meinem Leben nur die Treue Gottes preisen kann. Wie treu er führt und ich freue mich, dass wir gerade darüber in dieser Zeit sprechen. Ich wünsche Ihnen allen, dass Ihre Herzen neu berührt werden
von dieser wunderbaren Liebe und Treue unseres Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. In dem Sinn eine gesegnete Zeit. An vielen Stellen kann ich mich dem anschließen, was Frau Schröder gesagt hat. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ihnen wünsche ich einfach eine gesegnete Zeit hier, dass Sie etwas mitnehmen in Ihren Alltag. Das ist mir ganz wichtig für Sie. Dann, ich bin seit 1964, 65 hier, der Langensteinbacher Höhe, also fast so lange wie der Heiner. Ich bin Jahrgang 64. Also fast, jetzt über Monat reden, fast, ja. Über Monat müssen wir reden, ja. Also, meine geistliche Heimat schon seither und ich bin sehr, sehr dankbar für das, was ich hier für mein Leben mitnehmen durfte und bis heute mitnehmen darf. Und es ist ein Geschenk eigentlich, hier sein zu dürfen und zur Gemeinde gehören zu dürfen. Ich möchte mich dem anschließen, was die Adelheid gesagt hat, die Treue Gottes, die durfte ich auch in ganz, ganz, ganz unterschiedlichen, in schweren, ganz besonders, aber auch in schönen Zeiten in meinem Leben erleben. Dafür bin ich unwahrscheinlich dankbar. Und über diesem Erleben ist mir einfach eines wichtig, dass auf der letzten Wegstrecke, auf der wir uns fast alle befinden, wir spielen ja fast alle in der gleichen Liga, in der Champions League, und dass wir einfach da wissen dürfen, die Treue Gottes, sein Erbarmen und seine Güte ist jeden Morgen neu für Sie und für mich da. Und in dieser Weise dürfen und können wir getrost dem Ziel entgegengehen. Und wir sind auf der Zielgeraden. Und da ist mir persönlich sehr wichtig, dass wir zielbewusst und zielorientiert unseren Weg gehen. In großer Dankbarkeit und Freude, wie unser treuer Herr und Heiland bisher getragen und gehalten hat. Er ist und bleibt der gute Hirte. Mein Name ist Fritz Kling, das wurde schon erwähnt. Bin auch verheiratet, 54 Jahre. Die Adelheid 55, also wir haben viele Gemeinsamkeiten und haben drei Kinder, eine Tochter und zwei Söhne, einen Schwiegersohn und drei Enkel. Mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Ihnen eine gesegnete Zeit und alles Gute hier. Fritz, sagst du noch Schliedern und liest vielleicht dann danach oder davor noch den Text hier oben? Das ganze Stück. Wir wollen noch von dem begonnenen Lied den Vers 3 und 4 miteinander singen. Heute Abend ja zu uns sprechen, zu dem Thema in der Wüste, in der Lebenswüste. Er hat seinem Dienst den Text aus 5. Mose 32, die Verse 1 bis 4 zugrunde gelegt. Ich lese gerade. Merkt auf, ihr Himmel, ich will reden, und die Erde höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre rinne wie der Regen, und meine Rede riesle wie der Tau. Wie der Regen auf das Gras und wie die Tropfen auf das Kraut. Denn ich will den Namen des Herrn preisen.
Gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Ja, wir haben diesen Text gehört, der aus den letzten Tagen, letzten Wochen, Monaten des Lebens des Moses ist, eine Abschiedsrede. Und das haben wir in der Bibel ja oft, dass Menschen des Glaubens am Ende nochmal so eine Art Zeugnis geben, so eine Art Resümee ziehen zur Ehre, zum Lob Gottes, dass sie es mit einer Mahnung verbinden an ihnen anvertraute uns all diese Dinge. Und das ist das sogenannte Lied des Mose. Und was auffällt, ist, wie positiv und dankbar er Gott ist für all das, was er erlebt hat. Und wir werden ja gleich, und das wissen viele von Ihnen schon, weil sie Bibelleser sind, werden wir sehen, dass erstaunlich ist, ja, er hat ja kein einfaches Leben gehabt. Also er sagt, also 120 Jahre ohne Sorgen, ohne Nöte, ohne Krankheit, ohne Druck, ohne Einengung ist er da gerade so durchmarschiert und am Schluss hat er einen leichten Husten gekriegt und schwuppdiwupp war er beim Herrn. So war es ja nicht und deswegen ist es erstaunlich. Ganz ähnlich staunen wir über das Zeugnis von Fanny Crosby, eine Liederdichterin, die 1820 bis 1915 gelebt hat, also 95 Jahre alt geworden ist. Sie lebte in den USA und lernte dort Lehrerin. Und das Besondere, was in ihrem Leben war, sie wurde in ärmlichen Verhältnissen geboren, ist, dass sie durch die Behandlung eines Kurpfuschers, der sich den Eltern gegenüber als Arzt ausgegeben hat, dass sie durch die Behandlung dieses Kurpfuschers, ja, dieses vermeintlichen Arztes, so muss man sagen, dass sie im Alter von 3 Jahren erblindet ist durch seine Behandlung. Und sie war aber trotzdem ein fröhliches Kind und sie war ein Glaubenskind, lernte ganze Passagen aus der Bibel auswendig, arbeitete trotz ihrer Behinderung aktiv in der Gemeinde mit, erlernte dann den Lehrerberuf und unterrichtete von 1847 bis 1858 in New York an einer Schule. Und dort lernte sie einen anderen Lehrer kennen, ebenfalls blind, und die beiden haben geheiratet, Musiker und Lehrerkollegen, und haben dann auch ein Kind bekommen, als allerdings leider im frühen Alter schon verstorben ist. Also sie hat auch so manches gehabt in ihrem Leben, was Not und Elend bedeutete. Und sie sagt, das Erste, was ich sehen werde, also sie wurde ja 95 und davon war sie über 90 Jahre blind, das Erste, was ich sehen werde, ist Jesus. Und dann sagt sie das für uns so Erstaunliche, wenn ich wählen könnte, möchte ich wieder blind sein. Ah, aber hallo, gibt es bei Ihnen auch mal die Überlegung, dass Sie sagen, ach, hätte ich doch bloß damals anders entschieden. Hätte ich doch, wäre ich doch. Und das hätte man doch verstanden, wenn Fanny Crosby gesagt hätte, naja, also das hättest du mir aber auch ersparen können mit diesem Kurpfuscher. Sehen durchs Leben gehen wäre viel besser gewesen. Sie sagt, nein, es war nicht schön, aber es war ein tiefer Segensweg. Und so hat sie in einer Strophe des Liedes »O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan« gedichtet, »Wie groß ist sein Lieben, wie groß ist sein Tun, wie groß unsere Freude in Jesus zu ruhen. Preis den Herrn, Erde hört diesen Schall. Preis den Herrn, Völker, freut euch all.« Mit dieser Haltung hätte Fanny Crosby zumindest nicht in den Durchschnitt der wohlstandsgebeutelten deutschen Gesellschaft gepasst. Denn dort wird nicht gedankt, sondern gejammert und geklagt. Und Gott wird ja sowieso nicht mehr gefragt. Also das ist ein tiefes Geheimnis dieser Frau und das finden wir auch im Leben des Mose. Und um das Lied des Mose besser einordnen zu können, müssen wir natürlich betrachten, dass er das Volk Israel aus der Wüste hinaus, aus Ägypten hinaus durch die Wüste führen durfte, dann bis an den Rand des verheißenen Landes. Und dann hat Gott ihm aber das versagt, zusammen mit seinem Bruder. Ich weiß bis heute nicht, ob das eigentlich ein Segen war.
denn die 5 Jahre der Landnahme Josua, ja, aber es war ja auch kein Zuckerschlecken, dass Gott, er wollte ja unbedingt noch rüber, er durfte dann vom Nebo aus das ganze Land sehen, von Jordanien aus, aber Gott hat ihm ja nicht erlaubt, weil sie den Felsen beim zweiten Mal auch geschlagen haben, der dann Wasser gegeben hat, statt zu ihm zu sprechen, hat Gott gesagt, rede mir nicht mehr in der Sache, du und Aaron, ihr sollt zu mir versammelt werden und ihr werdet in das verheißene Land nicht kommen. Also wie gesagt, es ist eine Strafe, aber vom Leben her gesehen weiß ich nicht, ob es nicht besser war, dass Gott ihn dann auch vorzeitig genommen hat. Jetzt könnte man sich ja fragen, Gott hat doch so viele Wunder gewirkt in Ägypten. Die 10 großen Plagen, die alle auch ägyptischen Gottheiten zuzuordnen sind, die alle sozusagen unter Gott zertreten wurden, wo Gott gezeigt hat, ich bin der wahre Gott, der einzige Gott, der Gott der Götter, kein sogenannter Gott kann vor mir bestehen. Also können Sie nachlesen, man kann jede Plage auch bestimmten Göttern, die in Ägypten verehrt wurden, zuordnen. Und dann hat Gott alles Mögliche auch für dieses Volk getan, Wunder über Wunder. Und jetzt frage ich Sie, warum wirkt denn nicht noch ein weiteres Wunder und mutet, das ist, damit man wach wird. Haben wir extra so eingebaut hier in dem Mikrofon. Dann könnte man sich fragen, warum hat Gott jetzt nicht noch ein weiteres Wunder getan? Er hätte sie doch auch in einem Wunderakt ins Land der Verheißung teleportieren können, ohne mühsame Wanderung durch die Wüste. Wir könnten im übertragenen Sinn auch fragen, wenn wir zum Glauben kommen, wenn wir die Erlösung erfassen durch das Blut, das an dem Türpfosten am Kreuz geopfert wird, warum mutet uns Gott zu, noch durch dieses Leben, durch diese Lebenswüste zu gehen? Warum nimmt er uns nicht gleich ins himmlische Kanaan? Was soll das? Und natürlich, Sie alle ahnen, das hat einen tiefen, tiefen Sinn. Aber die Frage kann man ja mal stellen, warum müssen die noch durch die Wüste? Und dann kommt noch dazu, dass Gott sie nicht mal den kürzesten Weg geführt haben. Ich weiß nicht, wie gut sie in Geografie sind. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Reifegrade. Also ich kenne Leute, die können auf einer Europakarte nicht Deutschland zeigen. Und andere, die kennen die letzten Verästelungen der Vogesen oder des Himalaya oder sonst was in Japan. Also ich weiß nicht, wie gut Sie die Karte des Nahen Ostens vor sich haben, aber wenn Sie sich Ägypten und Israel, also die Levante, Libanon, Israel vorstellen, da ist ja da dazwischen die Sinai-Halbinsel. Und dann hat Gott Sie ja von dieser Region am Mittelmeer, dem Land Goschen, nicht direkt am Mittelmeer entlang, Via Maris, an dieser Straße geführt in das verheißene Land, sondern er hat sie tief hineingeführt in die Halbinsel Sinai, die vielleicht klimatisch etwas anders war, aber immer noch eine schwierige Zeit war, mitten hineingeführt in die Wüste, wo es eigentlich einem ganzen Volk nicht möglich ist, zu leben und zu überleben. Warum? Warum hat Gott das gemacht? Aber ja, gut, wir fragen schon mal, warum hat es überhaupt durch die Wüste geführt? Warum hat es sie nicht einfach schnipp? Warum mussten sie das Land erobern? Warum sind die nicht alle am Herzinfarkt gestorben? Gerichtsreif waren sie ja. Ein Grund für die Verzögerung in Ägypten war, weil die Sünde der kanaanitischen Völker, so heißt es schon sehr früh in der Tora, noch nicht voll ausgereift war. Also die Völker, die da gerichtet wurden, die waren alle gerichtsreif wie Deutschland 1945. Da waren alle keine Unschuldigen, so muss man mal sagen. Da war die Dämonie und die Kinderopfer also weit verbreitet und die schrecklichsten Kulte, da hat der Teufel einfach seine Hand drauf gehabt. Das waren keine Unschuldigen. Auf das Thema des Cherem-Bannes, des totalen Vernichtungsbannes, will ich jetzt nicht eingehen, wäre eine Frage für sich, aber es waren jedenfalls keine unschuldigen Völker, die dort dann von den Israeliten vertrieben wurden, sondern es war ein zuvor von Gott, vom Teufel okkupiertes Land, weil er wusste, das ist Gottes Land. Aber die Frage bleibt, warum erspart Gott ihnen das nicht alles? Und dann führt er sie auch noch so einen Umweg. Also wenn, ich weiß nicht, wenn sie von hier, von Karlsruhe nach München wollen, da fährt der Mann, wenn man einen Wagen hat, die Autobahn A8, das ist der so ziemlich schnellste und kürzeste Weg. Ja? Also wenn sie da über Kassel fahren, würden sie sagen, naja, du fährst wohl gern Auto. Ja, und der Grüne wird sagen, du verpestest wohl gern die Luft oder was. Also es ist doch nicht gut.
Gott sagt doch, so marschiert er. Denn die haben ja ihren Weg nicht selber gewählt, sondern die hatten ja ein Navigationsgerät dabei. Kennen Sie das Navigationsgerät des Volkes in der Wüste? Ja, es war tagsüber war es die Wolkensäule und des Nachts war es die Feuersäule. Und wenn die sich erhoben hat, sind sie aufgebrochen und der ist vorausmarschiert. Also jeder Ort war von Gott bestimmt. 40 Jahre lang. 38 war Verlängerung wegen ihres Ungehorsams, aber insgesamt waren es dann 40 Jahre Wüstenzeit, Zeit der Extreme, der Kälte, der Hitze, der Wasserknappheit, der Entbehrungen. Es gab auch Oasenzeiten, aber es war keine Zeit, die als Ganzes gesehen schön war, wo man so gesagt hätte, also von mir aus könnte es immer so bleiben, sondern es ist eben eine Zeit der Extreme, auch eine Zeit in negativer Weise, aber auch eine Zeit der besonderen Gotteserfahrung. Und da kommt man diesem Geheimnis schon ein bisschen näher. In der Lebenswüste lernt man Gott und sich noch einmal ganz anders kennen. Ich sage mal so, übertragen auf Israel, hätte Gott sie einfach schwuppdiwupp ins Land der Verheißung gebracht und die Völker wären alle schon irgendwie weg gewesen, hätten sie Gott nicht kennengelernt, so wie sie ihn kennengelernt haben und auch nicht sich selber und hätten wahrscheinlich ganz anders von Gott und von sich gedacht. Also Wüstenzeiten sind Extremzeiten und Extremzeiten sind Entscheidungszeiten. In normalen Zeiten kann alles so vor sich hin plätschern und Gott bleibt manchmal gar nichts anderes übrig, als mal richtig es wackeln zu lassen, damit wir uns überhaupt aus unseren Komfortzonen bewegen. Stimmt's? Man braucht es einfach manchmal. Also nichts ist so schlimm wie ein dauernder Trott. Und manche verwechseln ja diese beinahe Friedhofsruhe mit der Ruhe Gottes. Gott bringt auch mal Unruhe ins Leben, Bewegung. Also nicht Unruhe im Sinn, dass man nervös und unruhig und ängstlich und sorgenvoll durchs Leben geht, aber er möchte nicht einfach Stillstand, sondern auch Bewegung. Und dazu gehören Herausforderungen. Dazu gehören Zeiten, wo es enger wird, Zeiten der Prüfung, Zeiten der Anfechtung. Das ist Leben. Und wer das Leben verweigert, der kann ins Schneckenhaus sich zurückziehen, aber er lebt nicht mehr. Also Wüstenzeiten sind Extremzeiten und Extremzeiten brauchen Entscheidung. In Extremzeiten kommt man entscheidend Gott näher oder von ihm weg. Das ist wie in einer Ehekrise. Entweder man wird enger zusammengeschweißt, geht durch die Krise durch, oder man kommt weiter voneinander weg und geht womöglich auseinander. Das ist ja das auch in unserer Zeit, was so schwierig ist, dass viele nicht mehr bereit sind, Dinge durchzustehen, sondern dann gleich sagen, ja, dann kann es ja nicht sein, da musst du halt deinen Weg gehen und ich meinen Weg gehen. Verstehen Sie, es gibt sicherlich einen Punkt, wo man sagt, das geht einfach nicht. Aber wie leicht, und Gott sagt, nein, ich möchte, dass ihr durch eine Krise geht und dadurch geistlich und auch charakterlich stabiler, gefestigter, im Glauben gegründeter, mehr auf mich geworfen durchkommt. Ihr kommt anders raus, wie ihr reingegangen seid. Und weil ich euch liebe, kann ich euch das nicht sparen. Kann ich euch das nicht ersparen. Sie sagen ja auch nicht so, ich weiß gar nicht, wann die Kinder anfangen, Zähne zu bekommen, 2, 3, da die Milchzähne oder so, schon so lange her. Ja, irgendwo um den Dreh oder 1, 2 und dann kommen die Milchzähne raus und dann kommt das zweite Gebiss und dann kommt das Gebiss, das gar nicht mehr rauskommt, das kommt ganz woanders her. So, und dann sagen sie auch nicht, wenn die Milchzähne so langsam aufhören, die Zähne kommen, es gibt Zahnschmerzen, das muss mein Bub nicht erleiden. Das müssen wir irgendwie verhindern, Herr Doktor. Reißen Sie die Zähne gleich schon raus oder spritzen Sie was, dass sie nicht kommen. Wird jeder sagen, du hast doch eine Meise. Der braucht doch Zähne, der muss da auch durchgehen, das muss gefestigt werden, das muss eine Struktur haben, ich weiß nicht was alles. Und so ist es im ganzen Leben. Also man kommt näher zu Gott hin oder weit weg. Wer glaubt, Ehe ist immer nur der Himmel voller Geigen und der siebte Himmel, der wird bald eines Besseren belehrt werden. Ich habe einmal von einem Mann gelesen, war so ein Traumpaar,
Und die haben dann auch zusammen Urlaub gemacht und dabei hatten sie einen schweren Unfall und die Frau war fortan querschnittsgelähmt. Und der Mann hat sie sofort verlassen, weil er sich nicht vorstellen konnte, mit einer im Rollstuhl sitzenden querschnittsgelähmten Frau ein Leben lang durchs Leben zu gehen. War wahrscheinlich nicht im Glauben. Wie hart für die Frau. Erstmal plötzlich bist du gelähmt, sitzt im Rollstuhl und dann verlässt dich noch dein Mann sofort. Oder relativ schnell. Also diese Wüstenzeit und die Lebenswüsten, die haben einen tiefen Sinn, sind herausfordernde, schwierige Zeiten, auch Zeiten, wo man Angst bekommen kann, aber Zeiten der besonderen Gotteserfahrung, der Erfahrung seines Durchtragens, seiner Fürsorge und seines Schirmes. Und jetzt ist interessant, und da kommen wir zum Lied des Mose, dass es innerhalb des Volkes, die ja das Gleiche erlebt haben, dasselbe können wir sogar sagen, völlig unterschiedliche Reaktionen gab. Also da haben zwei das Gleiche, dasselbe erlebt und die einen haben geklagt und gejammert und waren ständig unzufrieden und haben kritisiert und die anderen waren dankbar. Ich denke immer noch, wie Friedrich Hensler hier vor etlichen Jahren mal einen Bericht gegeben hat und er hat mit seinem Vater, ich weiß nicht, hieß der auch schon Friedrich Hensler oder war der Opa der Friedrich Hensler, egal, er hat erzählt, wie er als junger Mann, er war dann der Chauffeur mit seinem Vater, Besuche im Altenheim, sagte man damals noch. Heute sind das ja alles Seniorenresidenzen, ne? Mit lauter Prinzessinnen und Prinzen auf dem Thron. Nein, kleiner Scherz. Also man hat die besucht und dann sind sie da zu einer Frau gekommen und es ging von vorne bis hinten nur Gejammer, Geschimpfe. Also das Wetter und das Essen und das Bett und das Personal und, also das war eine einzige, die war kaum, das ging die halbe Stunde oder wie lange sie da waren, war nur negativ und dann noch ein Gebet. Und jetzt haben sie aber auch einen zweiten besucht, in dem Fall einen Bruder, in diesem Seniorenstift, in diesem alten Altersheim und dann ganz anders. Der hat übrigens das gleiche Essen gekriegt, die gleichen Pfleger, die gleichen Umstände, mehr oder weniger. Ich glaube sogar auch das Wetter war gleich, hat sich die drei Zimmer nicht verändert. Und jetzt zu ihrem Erstaunen, der war, ja, ich bin so dankbar, dass ich hier versorgt werde und dass man sich um mich kümmert und ich kann meine Bibel lesen. Und also das war total anders. Ja, wie kann man sowas erklären? Gleiche Situation, klar, mag vielleicht der ein oder andere krankheitlich noch ein bisschen unterschiedlich gewesen sein, aber so war es beim Volk Gottes auch. Die meisten haben auf Gottes Führung sehr ärgerlich reagiert. Anklagend, kritisierend, nörgelnd, schimpfend, klagend. Völlig auf sich fixiert. Und ganz wenige haben in der Bewährungs- und Anfechtungssituation Wüste Gott gedankt und haben, obwohl ihre Heilgefühle auch ziemlich im Keller waren, im Alltag des Daseinskampfes Gott die Ehre gegeben. Schauen wir uns die zwei Gruppen mal genauer an. Nehmen wir mal die eine Gruppe, das waren ganz, ganz viele und das andere, das waren ganz, ganz wenige. Die Masse des Volkes Israel, auch insbesondere das Mischvolk, die haben gesagt, nachdem es mal Kämpfe gab, dann war es Wasser knapp, der Essenslieferdienst hat nicht so funktioniert und die wollten mehr Schnitzel und mehr Pommes und weiß ich nicht was, natürlich Kalbschnitzel, die mussten ja koscher essen und die waren einfach unzufrieden. Ja, die wünschten sich ein paar koschere McDonalds da in der Wüste und überhaupt an jeden 5 Meter ein Swimmingpool. Und das Mischvolk ist ja deswegen in Ägypten mitgezogen, weil sie gesagt haben, also dieser Gott, der ist wirklich stärker als die mächtigen Götter Ägyptens. Und wenn wir uns an den halten, dann geht es uns gut. Wer will gegen den was ausrichten? Wir werden gesund sein, uns wird es gut gehen, wir werden Geld haben und. Und dann gab es Probleme und Schwierigkeiten und sie haben gesagt, so haben wir nicht gewettet. Das ist eine pure Enttäuschung. Das darf Gott nicht. Wie kann Gott nur so sein? So war die Sache nicht abgemacht. Und in Exodus, also 2. Mose 14, lesen wir, und sie sprachen zu Mose, hast du uns darum, weil in Ägypten keine Gräber waren, weggeholt, um in der Wüste zu sterben?
Warum hast du uns das getan? Also sie verwechseln schon mal das Personal mit dem Chef. Die haben das ja nur gemacht, weil Gott ihnen den Auftrag gegeben hat. Und Gott hat sie instruiert. Aber sie klagen gegen Mose und gegen Aaron, vor allem gegen Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Und in Ägypten haben sie noch geschrien. Zu dieser Klagerei und Schimpferei und diesem Negativen gehört auch noch, dass sie die Vergangenheit verklärt haben. Das waren dieselben Leute, die in Ägypten gesagt haben, Herr, hol uns hier raus. Dann holt er sie raus und sagt, früher war alles besser. Wer sagt, früher war alles besser, sagt die Weisheit Salomos, der ist dumm. Nur mal nebenbei gesagt. Nicht aus Weisheit sagst du das, weil die Menschen waren schon immer gleich. Man hat es noch nicht immer so gesehen. Naja, also vom Mischvolk heißt es dann 4. Mose 11, Vers 4. Und das Mischvolk, das in ihrer Mitte war, also das sind die Nicht-Israeliten oder die auch israelitische jüdische Mutter oder und ägyptischen Vater oder umgekehrt oder so an. Und das Mischvolk, das in ihrer Mitte war, wurde lüstern und auch die Kinder Israel weinten und klagten. Also murren, klagen, Gott und Mose anklagen, jammern, weinen, Undankbarkeit, Unzufrieden. Also lauter Dinge, die uns völlig fremd sind. Ist ja schon ein Witz, wenn sie nach Afrika kommen, dann sind sie erstaunt, wie dankbar die Menschen dort sind, obwohl die ganz wenig haben. Also bestimmte Regionen, gibt ja auch reiche Leute, aber wenige. Und wenn sie nach Deutschland kommen und sie würden jetzt nichts sehen und nichts wissen von den Lebensverhältnissen und sie hören das Geklage und Gejammer, würden sie sagen, also dem anderen Land da, Afrika, denen muss es ganz gut gehen. Die müssen also hohes Einkommen haben, die können Urlaub fahren, die haben ein Auto, die haben eine ärztliche Versorgung, die haben ein Bett über dem Kopf und so weiter. Die leben in gesicherten sozialen Verhältnissen, einigermaßen funktioniert auch der Rechtsstaat. Aber den Deutschen da muss ja ganz schlimm sein. Wahrscheinlich sind die nur in ganz schlichten Hütten, haben kaum Einkommen, leiden manchmal Hunger, können nicht immer zum Arzt gehen, weil sie ihn nicht bezahlen können und haben ständig Unruhen, Bürgerkriege und unsichere soziale Verhältnisse. Stimmt's? Und dann macht er die Augen auf und sagt, nee, ist ja umgekehrt. Ja, wie kann das sein? Warum klaut eigentlich ein Multimillionär noch eine Million? Ich habe gerade neulich so einen Fall gehabt, ein sehr, sehr reicher Mann, also ich habe nicht den Fall gehabt, sondern ich habe davon gehört, ein sehr, sehr reicher Mann klaut noch eine halbe Million. Gut, der hat in diesem Land so viel Bestechungsgelder und Möglichkeiten, dass sie ihn trotzdem nicht einsperren, aber ich habe zu dem, der mir das erzählt hat und der damit zu tun hat, habe ich gesagt, ja, wieso macht er das, der hat doch schon genug, sagt er. Ist komisch. Je mehr man hat, nicht desto ruhiger und zufriedener wird man, desto unzufriedener und so gieriger. Also im Schnitt gesehen. Ist etwas ganz Komisches. Okay, also die waren sehr unzufrieden. Und dann gab es eine ganz kleine Gruppe, die war auch in diesen Verhältnissen. Josua, Kaleb und Mose, vielleicht auch Aaron. Und die loben Gott. Und sagen sogar, Mose am Ende, er ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen. Und das Wort, das hier steht, heißt Tamim, das heißt, sie sind vollständig. Alles musste so sein, wie es war. Hätte eins gefehlt, es hätte gefehlt. Also es gibt ja eine Torte und dann gibt es diese Tortenteiler auf 12 und 16 und das kann man auch freihändig machen. Allerdings je nach Parkinson-Grad werden dann die Teile unterschiedlich. Sie kennen ja die schwäbische Frau, die sagt, wir machen nicht 12 Teile, sondern wir machen aus dem Kuchen 16, dann haben wir mehr. Ja, ist natürlich Quatsch, aber was soll's. 16 Teile. So, jetzt nehmen Sie ein Tortenstück raus, dann fehlt eins. Dann ist der Kuchen nicht Tamim. Er ist nicht vollständig, es fehlt etwas. Da hat der Mann in der Nacht trotz strengstem Verbot schon mal probiert. Von der Geburtstagstorte des nächsten Tages. Er hat dann zwar versucht, die Stücke so aneinander zu rücken, dass man es nicht merkt, aber seine Frau ist da wachsam wie ein Schäferhund und hat gleich gesagt, Freundchen, du bist mal wieder rückfällig geworden. Was er dann kleinlaut auch zugegeben hat. Also es fehlt ein Tortenstück. Also ist der Kuchen nicht Tamim. Das Wort steht hier. Tamim ist eigentlich auch inhaltlich gemeint, aber vollständig.
Also Mose sagt, alles, was wir erlebt haben, was war, war gut und musste so sein und gehörte dazu. Es durfte nicht eines fehlen. Hätte eins gefehlt, es hätte was gefehlt. Ja, Mose, jetzt überlegen wir mal, ist da schon ein bisschen Alzheimer, Demenz? Ist es die Verklärung des Alters, die immer noch zurückblicken und alles Negative vergessen haben, sagen, ja, früher, das war ganz toll. Nein, der Mann war topfit wie ein Turnschuh. Aber er hat erkannt, Gott hat alles recht gemacht und wir haben es genau so gebraucht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Das ist sehr wichtig, diese Formulierung. Er hat uns nicht, weil er böse ist, diese Anfechtung, die Amalekiter und den Hunger und die Angst, zu wenig Wasser zu haben und all das geschickt, sondern weil er uns liebt. Ein Riesenunterschied. Gerecht und wahrhaftig ist er. In der King James Übersetzung, das ist sowas wie die Luther Übersetzung im angelsächsischen Raum, heißt es, his work is perfect. Perfekt. Angelehnt an die Vulgata Dei Perfecta, in jeder Hinsicht gut. Aber ist das nicht auch ein bisschen übertrieben? Nein, das ist der Glaubensstandpunkt. Und warum kann die einen sagen, das war alles nichts und wären wir doch am besten in Ägypten geblieben und der andere sagt, genau richtig war's. Und das müssen wir ja dann auf unser Leben übertragen, wenn wir ausgezogen sind aus Ägypten, und ich gehe mal davon aus, die meisten von Ihnen sind ausgezogen aus Ägypten, das heißt, haben eine Glaubensentscheidung getroffen und sind durch das Blut Jesu erlöst, dienen nicht mehr dieser Welt, sind rausgenommen aus Mizraim, dem Land, das heißt wörtlich Doppeldrängnis, das Land des Drucks, werden jetzt durch die Lebenswüste, durch die Wüste Sinai mit ihren Stationen und Oasen, hin zum himmlischen Kanaan geführt. Und jetzt steht Mose an der Grenze zum Land, also gleich geht's hinüber. Das ist kurz vor dem Sterben. Und wir blicken zurück. Und dann sagt er, es war alles okay. War alles okay. Selbst die Krebserkrankung, von der ich gedacht hätte, die hätte sich der Herr aber wirklich sparen können. Die schwierige Ehe. Die ganzen Sorgen mit meinen Kindern. Oder jetzt auf den Kanaren brennt's ja. Ja, wie ist das eigentlich, wenn es dann mal so brennt und plötzlich ist die Hütte weg? Ich weiß gar nicht, wie die versichert sind, aber sind nicht immer alle so versichert? Oder das gläubige Ehepaar, beide aktiv im Dienst, sie Ärztin und so weiter, und dann freuen sie auf den Ruhestand, auch Dienst für den Herrn, dann macht es blub und der Herr nimmt sie weg. Schwere Krebserkrankung, nach einem halben Jahr war es vorbei. Ja, und jetzt? Und dann... Alles war gut. Du hast gut gemacht, vollkommen gemacht. Das ist natürlich schon eine Frage. Was macht den Unterschied aus? Man kann offensichtlich die ein und dieselbe Sache ganz unterschiedlich nehmen. Man kann Schweres aus der Hand Gottes nehmen mit Jammern, Undank, Klagen, Unzufriedenheit oder jedenfalls auf die lange Bank, auf die lange Frist gesehen mit Dankbarkeit, Zufriedenheit und Gotteslob. Und ich glaube, der Unterschied macht der Glaube aus, das Vertrauen. Wie werte ich das, was mir dort gegeben wird, was mir dort widerfährt? Wie werte ich den, der es gibt? Beispiel. Sie kommen zum Arzt. Er sagt, du, Freund von Ihnen, Fritz gibt's, dann machen wir den Egon. Ich hoffe, wir haben keinen Egon hier haben. Egon, du hast da so einen komischen Knubbel, das müssen wir mal untersuchen. Und dann kommt raus, schwere Erkrankung und man muss sofort handeln und auch OP-Therapie ist mit Chemo und allem Schnickschnack, es geht durch vieles durch, aber der Freund, er erkundigt ja auch noch bei anderen Ärzten, er sagt, du Egon, es geht nicht anders, du musst wirklich durch, das ist nicht einfach. Dann wird er natürlich, wenn die Chemo entsprechend hart und schwer ist, das schlägt ja bei den Leuten unterschiedlich durch, wird er nicht sagen, bitte mehr. Ne? Aber er wird sagen, Mensch, mein Freund hat gesagt, es muss sein, anders geht's nicht.
Und dann steht das mit Weinen und Klagen durch. Und wenn er gläubig ist, mit Rufen zu Gott. Ich kenne eine Frau, längst beim Herrn, der sagt, ich hatte Brustkrebs, da musste ich bestrahlt werden. Sagt sie, ach, weißt du, die war damals schon an die 90, da war ich noch ein junger Kerl. Weißt du, ich habe bei der Bestrahlung die Hand gehoben, die Arme zum Himmel gehoben und da fuhr die Maschine da drumherum und habe den Herrn gepriesen. Er wird es recht machen. Da fand die eine schöne Haltung, die musste die Arme wahrscheinlich sowieso hochnehmen, damit die nicht im Weg sind der Strahlung. Und da hat sie das so wunderbar gemacht. Und ja, also wenn ich jetzt diesen gläubigen Freund und Arzt habe, dann würde ich sagen, jawohl, wenn mein Freund das sagt und wir haben darüber gebeten, alles, das nehme ich jetzt aus seiner Hand und da bin ich positiv, auch wenn es weh tut. Wenn Sie jetzt aber, und jetzt die Negativvariante, zu einem Arzt, der nicht Ihr Freund ist, gehen und von dem haben Sie sowieso den Eindruck, der guckt, dass er auch für sein Konto vor allem gut tätig ist und er empfiehlt Ihnen alles Mögliche, auch maximal invasiv und OPs und Zeug und da werden Sie kritisch, oder? Werden Sie kritisch? Muss das wirklich alles sein? Ist das gut? Macht er das vielleicht, weil man noch... Verstehen Sie? Also Sie merken, beim einen nehmen Sie auch schwere Dinge aus seiner Hand, in Anführungszeichen, weil Sie ihm vertrauen. Ich vertraue ihm, weil der sagt, und wenn er sagt, das geht jetzt nicht anders, so muss man das machen, dann akzeptiert man das und kann da auch das so positiv durchstehen. Wenn Sie allerdings denken, das ist sowieso ein Schlawiner, dann haben Sie von vornherein ein ungutes Gefühl und sind ganz schnell dabei zu rebellieren und dagegen anzugehen. Schauen Sie, und das ist genau Glauben. Wenn ich glaube, dass die Schwierigkeiten, die Probleme, dass Gott die mir sozusagen, weil er mir nicht wohlgesonnen ist oder weil er überhaupt versucht, da hier mir irgendwelche Dinge in den Weg zu werfen, wenn ich das so denke, dann werde ich auch schnell unzufrieden, weil ich eine völlig falsche Gottesvorstellung habe, weil ich keine Glaubens-, kein Vertrauen habe. Wenn ich aber Gott vertraue, sage ich, ich kapiere es trotzdem nicht, warum es sein muss und mir tut es trotzdem furchtbar weh und es ist trotzdem, Herr, bitte, wenn es geht, möglichst schnell und möglichst kurz, aber ich kann dann, ich sage nicht auf kurzer Zeit, aber on the long run, sagt man so schön, also auf längere Zeit, ein Ja dazu finden und sogar danken. Ich kann sogar Danke im Glauben sagen, obwohl ich das Gegenteil fühle. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wie die enge Welt stramm steht, wenn ein Mensch sagt, mir tut's weh, mir gefällt's nicht, ich verstehe auch nicht, warum das sein muss, aber ich glaube an dich, den Gott und Vater Jesu Christi, der sein volles Ja über mich gesprochen hat und der mich nicht quält und nicht irgendwie böse Pi sagt, sondern der das Beste will. Und wenn du das in mein Leben verordnet hast, wird es seinen Sinn haben. Ich danke dir dafür. Da steht der Himmel still. Da steht er noch mehr still, wie wenn einer im Lotto gewonnen hat, was ja nicht geht, weil wir nicht Lotto spielen, aber fiktiv, und Pumperl ist gesund, die Beine irgendwo schön ins Meer hängt und bequem in seinem Liegesessel liegt. Wenn es gut geht, ist auch schön, wenn man Gott dankt. Übrigens, das vergessen wir auch. Vielen fällt ja Gott erst dann ein, wenn sie ihn brauchen. Das ist ja schon... Ja. Aber selbst das vergessen wir. Aber das, wenn man das macht, das ehrt Gott auch. Danket alle Zeit für alles. Aber für das zu danken, was nicht schön ist, da wird die Welt sagen, also die Frommen haben ja wirklich, also die haben nicht nur eine Tasse nicht im Schrank, sondern da fehlt ein ganzes Service. Die haben doch ein Rad ab. Also mir haben das Glaubende auch erzählt, dass sie im Krankenhaus lagen, Gleiche Krankheit. Sie haben ihre Bibel auf dem Nachttischschränken gehabt und haben mit Kampf und mit Tränen, also nicht mit Leichtigkeit, aber haben gesagt, ich vertraue Gott, haben vielleicht vor der OP am Arzt noch gesagt, Gott möge sie segnen, aber ich weiß mich in des Herrn Hand. Und das war natürlich für die andere Person eine riesige Herausforderung. So, jetzt wollen wir dann also uns am Schluss fragen, Sie haben ja auch Wüstenzeiten gehabt und Sie haben es noch, Sie stehen auch in der Wüste. Wüste mit Bar heißt übrigens das Stachelige, das wehtut, was stachelt. Wie reagieren wir auf das, was uns nicht gefällt?
Und da muss man sich schon manchmal schämen. Ja, Sie natürlich nicht, aber ich schon. Denke nur an eine Situation in Italien, zig Jahre her. War wirklich auch blöd, ich möchte auch nicht sagen, um was es geht. Aber noch mehr war ich entsetzt über die Reaktion von uns Glaubenden, einschließlich mir. Gedacht, Mensch, da geht mal eine Kleinigkeit schief, da mutet Gott ein bisschen was zu. Das war nicht 40 Jahre Wüstenwanderung. Ne? Und da zeigt sich halt auch, wie wir sind und was wirklich da ist. Man muss ganz dankbar sein. Also wir dürfen gerade für die schwierigen Verhältnisse Gott dankbar sein. Es sind Zeiten der Zubereitung, der Erprobung, Bewährung sein. Es sind Zeiten, die Gott uns schenkt als geistliche Zubereitungszeit, als Zeiten, wo der Glaube wurzelt, wo ich wiederhole das, was ich am Anfang sagte, wo wir Gott in seiner Treue erkennen und unsere Unfähigkeit, wo wir lernen, dass es auf ihn ankommt und nicht auf uns, wo wir lernen, uns ganz auf ihn zu werfen, hoffentlich lernen. Das sind also Zeiten, auf die Gott nie und nimmer verzichten kann, wenn wir im Land des Lichtes sind. Wir werden nicht kompatibel für die Welt Gottes, wenn wir da sowas nicht durchmachen. Wir können nicht in Kanaan, im himmlischen Kanaan leben, ohne durch die Lebenswüste gegangen zu sein. Fragen Sie mich nicht, warum es beim einen nur kurz ist und beim anderen lang. Das sind alles Geheimnisse Gottes. Aber Gott macht's recht. Können Sie heute Abend an Ihrem Bett sprechen? Alles, was war, du bist gerecht, du bist vollkommen, gerecht und gerade bist du. Hätte nur eins in meinem Leben gefehlt, es hätte was gefehlt. Und so sage ich dir für alles Dank, insbesondere für das, was mir gar nicht gefallen hat. Wir dürfen das, weil wir es aus Gottes Hand nehmen, bei Paulus und Silas, und damit will ich schließen, da hat es auch bis Mitternacht im Stock in Philippi im Gefängnis gedauert, bis sie sangen. Das heißt ja, um Mitternacht aber, voller Wunden und Striemen durch die Geißelung und dann in diesen Stock mit Händen und Füßen, weiß nicht genau, wie das ausgesehen hat, und die Gefängnisse waren damals bestimmt nicht so wie heute. Und dann heißt es, um Mitternacht aber priesen oder sangen Paulus und Silas und die übrigen Gefangenen, und dann das Erdbeben und die Fesseln und so. Ich sage immer, die haben auch bis Mitternacht gebraucht. Stöhnen vor Schmerzen, war ich Durst, kein Wasser gehabt, im Dreck liegend mit offenen Wunden. Und dann haben sie innerlich die Kraft bekommen und haben Gott gepriesen. Um Mitternacht. Das verherrlicht Gott. Und so dürfen wir manchmal weinend und mit Schmerzen sagen, ich danke dir. Und ich vertraue dir. Du machst keine Fehler. Jetzt nicht, in der Vergangenheit nicht und in der Zukunft nicht. Du hast es recht gemacht und du wirst es recht machen. Amen. Fritz, dürfte ich dich bitten, noch zu beten? Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt von ganzem Herzen für diese Stunde. Wir danken dir für den äußeren Frieden, in dem wir hier zusammen sein durften. Und wir danken dir für das, was du uns jetzt heute Abend, am Anfang dieser Tage, ins Leben hineingesagt hast. Und Herr Jesus, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, kann ich einfach nur staunend dankbar dir die Ehre geben. Du bist ein Herr, der vertrauenswürdig ist und bleibt. Und dieses bisherige Führen und Leiten von dir gibt mir einfach auch immer wieder neu den inneren Frieden und die große Gelassenheit und Dankbarkeit, im Vertrauen auf dich meinen Weg weiterzugehen, bis ich eines Tages bei dir am Ziel ankommen werde. Und du weißt jedes Einzelne jetzt, was wir mitgebracht haben, was uns belastet, was uns Not macht. Du weißt auch von jedem Einzelnen von uns, wo wir dir gegenüber zaghaft und mit Misstrauen unseren Weg gegangen sind. Möchten dich bitten, schenk, dass diese Tage jetzt einfach dazu dienen dürfen,
dass wir ganz neu lernen, im Vertrauen auf dich unseren Weg zu gehen, weil du ein Herr bist, der vertrauenswürdig ist und bleibt. Wir geben dir die Ehre und beten dich an und danken dir für das, was du, O Gott und Vater, durch Jesus Christus, durch sein Erlösungswerk für uns getan hast und dass wir auf dieses Erlösungswerk hin getrost leben, getrost dem Ziel entgegengehen können und wissen dürfen, dass du uns auf diesem Weg in die Ewigkeit getrost hinüber begleitest. Danke, dass du treu bist und treu bleibst. Wir beten dich darüber an. Amen. Jetzt verabschieden wir unsere Online-Teilnehmer, wünschen ihnen noch einen guten Abend. Und für Sie hier habe ich noch eine kurze Information, einen kleinen Tipp. Es ist ja jetzt ziemlich heiß, vor allem in den Zimmern auf der Sonnenseite. Also wenn Sie es so machen, dass Sie bei sich die Schiebetüren aufmachen, nach außen, und dann auch Ihre Tür, vielleicht das Licht aus, Ihre Tür in Flur auf und auf der anderen Seite auch, gibt es so Flurschiebetüren vorne am Treppenhaus. Wenn Sie die auch aufmachen, dann zieht es mal kurz durch, weil wenn man nur aufmacht, dann kann die Luft nicht so durchmarschieren. Also es ist nur ein Tipp, Sie müssen es nicht machen. Sie können auch sagen, das, auch was, das brauche ich nicht, ich schwitze gern. Was sind schon 28 Grad, das habe ich jede Nacht sowieso. Also wenn Sie das machen, weil das ist ein bisschen ein Problem, dass man nicht Durchzug schaffen kann, da können Sie auch mit Ihrem gegenüberliegenden Zimmernachbar absprechen, dann machen Sie es mal zusammen eine halbe Stunde und dann kommt da viel mehr frische Luft rein. Da, dieser Tipp war kostenlos. Ja, okay, schönen Abend noch, ciao.